Okay, bist du bereit? Wir setzen da noch eins drauf. Wir machen das jetzt einfach einmal gemeinsam, damit du grundsätzlich die Erfahrung gemacht hast, wie es funktioniert, damit du reinfühlen kannst, wie es dir dabei geht. Und dann kannst du das immer und immer wieder machen, tagsüber für ein bisschen längere Zeit, als wir das jetzt hier machen, so 10, 15 Minuten. Und anschließend trinkst du dann eben auch das Wasser, das du vorbereitet hast, weil das ist dann so ein bisschen lauwarm, das ist nicht mal ganz heiß. Und dann trinkst und genießt du das in kleinen Schlückchen. Okay, bereit? Einen wunderschönen guten Morgen, einen sonnigen guten Morgen wünsche ich dir. Heute zur Seelenfreude-Challenge, Teil 5, am 5. Mai, 5.05.2019. Eine interessante Quersumme haben wir da noch. Okay, gut, da wollen wir aber jetzt nicht drauf eingehen. Ja, was machen wir heute? Liebe Evelyn mit Y, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich habe noch gar nicht mein Liedchen heute Morgen geträllert. Damit könnten wir vielleicht die Zeit überbrücken, bis noch mehr hier reinkommen in unseren Raum. Die Silvia ist mit dabei. Hallo, liebe Silvia, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, dann trällere ich doch mein Liedchen, bis alle, die live dabei sein wollen, hier reinkommen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Schönen guten Morgen. Was machen wir heute? Ich habe in der letzten Zeit von so vielen gehört und gerade heute Morgen hat mir noch mal eine geschrieben, dass sie die letzten Tage so verschnupft ist. Am Freitag habe ich mit einer gesprochen, die ja nicht fit ist und so viele Menschen begegnen mir die letzten Tage, die mir erzählen, dass es ihnen energetisch nicht so gut geht und dass sie verschnupft sind oder irgendwie sich so träge, ein bisschen krank fühlen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Evelyn mit I. Schön, dass auch du live dabei bist. Und deshalb habe ich heute Morgen gedacht, wir machen doch heute mal etwas für unser Immunsystem, für unsere Meridiane. Und das ist etwas, was du immer machen kannst, überhaupt, wenn du merkst, da ist eine Erkältung im Anmarsch oder du bist energielos, du fühlst dich schlapp und müde, was natürlich nicht heißt, dass du dir genügend Schlaf im Grunde genommen auch gönnen darfst und solltest. Das ist natürlich auch wichtig. Also ich bin ja auch mehr so, ja, ich sag mal, eine Nachteule und zugleich auch eine Frühaufsteherin. Ich lausche aber immer arg auf meinen Körper. Also ich kann abends um 1 Uhr oder nachts um 1 Uhr zu Bett gehen und morgens wieder um 5 Uhr aufstehen. Das macht mir überhaupt nichts. Wenn ich so im Flow bin, wenn ich so gewisse Dinge einfach ein Projekt angehe und am Videodreh bin, am Kurs entwickeln bin oder was auch immer. Das ist überhaupt kein Thema, aber auch dann, ich achte immer ganz arg auf meinen Körper. Und vorgestern haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, wo ich dir mit auf den Weg gegeben habe, Fragen zu stellen. Körper, was brauchst du? Schau dir gegebenenfalls diese Challenge dann nochmal an, wenn du da unsicher bist. Und ich bin da in meiner Wahrnehmung. Und wenn ich abends dann um 8 Uhr die Information bekomme, Körper braucht jetzt Ruhe, Körper braucht jetzt mal ein bisschen mehr Schlaf, dann bin ich auch weg. Oder wenn ich morgens auch mal den Impuls bekomme, ich bleibe mal ein bisschen länger liegen und ja, schlaf mal ein bisschen länger, dann lausche ich da auch drauf. Aber das sind bei mir absolut im Grunde genommen die Ausnahmen. Also dieser Glaubenssatz, der Körper braucht immer, keine Ahnung, 8 Stunden Schlaf. Das ist letzten Endes auch nur ein Glaubenssatz. Ich denke, wir sind da alle unterschiedlich gestrickt. Es geht immer darum, auf dich und auf deinen Körper zu lauschen. Ja? So. Das ist das eine. Ansonsten, deine Seele schickt dir immer Botschaften, zunächst mal in Form von Gefühlen. Und wir haben nicht gelernt, diese Gefühle wahrzunehmen und missachten diese zum großen Teil, arrangieren uns mit dem System. Und dann ist es einfach oft so, dass wir nach der Schule irgendeine Ausbildung machen oder ein Studium des Studierens willens. Ein fröhliches Moin aus dem hohen Norden, liebe Ute, wunderschönen guten Morgen, schön, dass auch du da live dabei bist. Ja, und dann arrangieren wir uns mit einem Beruf,
wo wir uns so halbwegs ja mit arrangieren können eben. Und dann ist es einfach so, dass wir über viele Jahre hinweg oftmals Dinge machen, die uns letzten Endes mehr Energie rauben, als dass sie uns Energie schenken. Und die Seele schickt uns immer wieder zwischendrin Botschaften in Form von Gefühlen. Wir haben es aber nicht gelernt, diese wahrzunehmen, missachten die. Und irgendwann wird die Seele dann kreativ und nimmt den Körper zu Hilfe und schickt uns dann einfach über den Körper Botschaften auf unterschiedlichste Art und Weise. Man kann im Grunde genommen jeden körperlichen Symptom, also ich nenne das gerne lieber eine Disharmonie, weil egal was es ist, egal welches Krankheitsbild wir dem zuordnen, letzten Endes ist es eine Disharmonie, letzten Endes ist es ein Energiemangel irgendwo im Körper. Und um uns einfach darauf hinzuweisen, hey, jetzt sorg mal gut für dich, jetzt lausch mal in dich hinein und schau mal, welche Botschaft sich hinter dieser Disharmonie, die der Körper dir gerade schickt, verbirgt. Und ich möchte jetzt nicht hier darauf eingehen, welche Disharmonie zu welcher Botschaft einfach sich verbirgt, sondern grundsätzlich einfach mal dir einen Anreiz geben, Gedankenimpuls geben, dass dein Körper eigentlich als Hilfsmittel deiner Seele dir Botschaften schickt, hey, da gibt es Dinge, die in deinem Leben nach Veränderung schreien. Okay? Und jetzt, so dass diese ganz leise Botschaft ist ja erstmal, dass man sich energielos fühlt, dass man ja, verschnupft ist, erkältet, wo der Körper so die ersten Signale schickt, hey, komm jetzt mal von der Senkrechten in die Waagerechte, gönn dir mal Ruhe, lausch mal in dich hinein. Okay? Also das ist immer grundsätzlich die Basis, auf solche Signale einfach zu achten. Aber dennoch heißt das ja nicht, dass du auch etwas tun kannst für deinen Körper, für deine Gesundung, um wieder ein bisschen schneller, rascher in eine gute Energie zu kommen und ja, diesen Prozess ein bisschen zu unterstützen. Und das kannst du machen, indem du deine Meridiane aktivierst. Das kommt aus der traditionell chinesischen Medizin. Ich möchte jetzt auch nicht so sehr in Erklärungen hier eingehen. Ich glaube, wichtiger ist es, dass du es mitmachst, dass du es selbst erfährst, dass du merkst, dass es gut tut. Hallo liebe Birgit, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass auch du live dabei bist. So, und wir machen diese Übung jetzt gemeinsam mal hier. Und das ist etwas, was du dann natürlich tagsüber immer mal wieder zwei, dreimal, ganz wie dir danach zumute ist, dir die Zeit gönnen solltest. Und diese Übung doch so für 10, 15 Minuten gerne machen darfst. Und unser Körper spricht jede Sekunde mit uns. Ganz genau, liebe Evelyn, so ist es. Du darfst dir dazu ein bisschen was vorbereiten, wenn du das dann heute im Laufe des Tages alleine machst. Und zwar eine Tasse mit heißem Wasser kannst du dir schon mal vorbereiten. Und diese Tasse Wasser, die stellst du vor dich. Du kannst dich auf den Boden setzen, du kannst dich auf den Sessel setzen, auf den Stuhl setzen. Wichtig ist, dass du eine halbwegs bequeme Haltung einnimmst. Entweder im Schneidersitz, wenn du da nicht geübt bist, dann hock dich einfach gerade hin. Ich erkläre die Übung jetzt mal und dann machen wir es gemeinsam auch nochmal. Und nimm Kontakt zur Mutter Erde auf, die dich nährt und trägt. Atme einige Male durch den Mund tief aus, sodass du so ein bisschen bei dir ankommst. Und dann geht es darum, diese Suham-Wechselatmung zu praktizieren. Und die funktioniert so: Du hältst dir das rechte Nasenloch zu, atmest links ganz, ganz tief und genüsslich ein, hältst links zu, atmest rechts aus, atmest rechts wieder ein, tief und genüsslich, hältst rechts zu, links aus und wieder ein. Also immer mit dem Nasenloch, mit dem du ausgeatmet hast, auch wieder einatmen. Und damit aktivierst du dein Meridiansystem, dein Immunsystem und kommst so, ich sag's jetzt mal, schneller wieder auf die Beine. Was aber bitte langfristig nicht heißt, dass du die Botschaften der Seele, die dein Körper dir damit einfach auch schickt, missachten solltest. Ja, das ist hier so eine erste Hilfe, wo man sich so ein bisschen mithelfen kann, schneller wieder fit zu werden. Okay? Bist du bereit? Wir setzen da noch eins drauf. Wir machen das jetzt einfach einmal gemeinsam, damit du grundsätzlich die Erfahrung gemacht hast, wie es funktioniert, damit du reinfühlen kannst, wie es dir dabei geht.
Und dann kannst du das immer und immer wieder machen, tagsüber für ein bisschen längere Zeit, als wir das jetzt hier machen, so 10, 15 Minuten. Und anschließend trinkst du dann eben auch das Wasser, das du vorbereitet hast, weil das ist dann so ein bisschen lauwarm, das ist nicht mal ganz heiß. Und dann trinkst und genießt du das in kleinen Schlückchen. Okay, bereit? Liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen, schön, dass auch du dabei bist. Dann schließen wir jetzt die Augen. Jetzt, um die Übung zu machen, brauchst du natürlich nicht nur ein Glas heißes Wasser vor dich zu stellen, ne? Das kannst du später machen. Okay? Also, wir schließen jetzt die Augen. Nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Und dann atmest du einige Male durch den Mund aus. Lässt die Schultern sinken. Lässt dich mit dem weiteren Ausatmen in deinen Körper sinken. Und kommst du ganz im Hier und im Jetzt, in diesem Raum an, in dem du dich gerade befindest. Und lass dann den Atemstrom durch die Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte für einen Moment deinen Atemstrom, wie es dich atmet. Und lausch mal in die Stille hinein, die dich umgibt. Trotz Außengeräusche ist Stille da. Und dann beginnen wir mit der Soham-Atmung, und zwar der Wechselatmung. Du hältst dir dazu dein rechtes Nasenloch zu, atmest links ganz tief und genüsslich ein in deinem eigenen Rhythmus. Hältst links zu, atmest rechts aus. Atmest rechts ein, links aus, links ein, rechts aus, rechts ein, links aus. Also immer mit dem Nasenloch, mit dem du ausgeatmet hast, auch einatmen. Und das machst du jetzt ganz tief und genüsslich in deinem eigenen Rhythmus. Okay? Immer mit dem Nasenloch, mit dem du ausgeatmet hast, auch einatmen, ganz tief und genüsslich in deinem eigenen Rhythmus. Und ein letztes Mal. Und dann lässt du deinen Atemstrom durch deine Nase ganz leicht und frei weiter ein- und ausströmen.
Beobachtest für einen Moment deinen Atemstrom. Die Augen bleiben weiter geschlossen. Du bleibst in einer entspannten Sitzposition. Der Rücken ist gerade, sodass auch weiterhin die Energie frei fließen kann. Und du beobachtest einfach deinen Atemstrom, wie es dich ein- und ausatmet. Und deine Hände legst du jetzt mit den Handflächen nach oben gerichtet auf deine Oberschenkel, so wie um alles Gute aufzufangen. Und ich wechsle hier mal die Position, weil mein lieber Lebensfreude, Wellensittich, der uns zugeflogen ist, da mir doch ein bisschen zu viel Lärm im Hintergrund macht. Okay, also. Du hast eine bequeme Sitzhaltung. Der Rücken ist gerade, sodass die Energie frei fließen kann. Du beobachtest deinen Atemstrom für eine Weile. Die Hände hast du auf den Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann stellst du dir vor, wie du auf deinen Händen eine goldene Schüssel jetzt empfängst. Du musst dir nicht diese Schüssel vorstellen können vor deinem geistigen Auge. Mach es dir ganz einfach. Denk einfach, das ist eine goldene Schüssel, die du in deinen Händen jetzt hältst. Diese Schüssel ist ganz leicht. Und dann stell dir vor deinem geistigen Auge eine Situation in deinem Leben vor. Denk an eine Situation, wo es dir so richtig gut ging, wo du so richtig voller Energie, voller Freude, wo du dich rundum so richtig wohl gefühlt hast. Diese Situation stellst du dir jetzt vor deinem geistigen Auge und du atmest. Und diese goldene Schüssel ist in deinen Händen, während du dir diese Situation vorstellst, wo es dir so richtig gut ging. Du warst hellwach, topfit und voll guter Energie, voller Tatendrang. Lass da einfach eine Situation vor deinem geistigen Auge entstehen. Und jetzt stell dir vor, wie du diese wunderbare Energie, in der du dich da befunden hast, wie du noch mehr von dieser Energie anziehst. Und diese Energie fließt jetzt auf wundersame Weise aus dem ganzen Universum, aus allen Universen und Multiversen, aus allem, was es gibt, fließt noch mehr von dieser wunderbaren Energie in diese goldene Schale, die du auf deinen Händen hältst. Einfach vorstellen, den Denker mal ausschalten oder beiseite stellen. Lass deinem Denker mal die Möglichkeit, jetzt einfach zu beobachten. Und stell dir vor, wie du von diesen wunderbaren, heilsamen Energien noch mehr anziehst, noch mehr und wie diese goldene Schale sich jetzt füllt mit diesen wunderbaren, heilsamen Energien. Sehr gut. Und noch mehr aus dem ganzen Universum, aus allen Universen und Multiversen fließt jetzt diese Energie auf wundersame Weise in diese goldene Schale, die du in deinen Händen trägst. Sehr, sehr gut. Und noch einmal noch mehr ziehen, noch mehr fließen lassen in die goldene Schale. Und dann nimmst du mit einer Geste jetzt diese goldene Schale hoch und übergehst dich mit diesen wunderbaren Energien. Du kannst dazu gerne den Blick ein bisschen nach oben richten, so wenn du diese wunderbaren Energien jetzt über dich übergibst, übergehst und atmest diese Energien jetzt zusätzlich nochmal ein. Erlaubst diese Energien einzuatmen, aufzunehmen. Erlaube es dir, diese wunderbaren, heilsamen Energien aufzunehmen. Und sich in deinem gesamten Körper ausbreiten zu lassen.
Atemzug für Atemzug nimmst du diese Energien auf, erlaubst diesen Energien sich auszubreiten in deinem gesamten physischen Körper. Dein gesamter physischer Körper wird durchflutet und durchpulst von diesen wunderbaren heilsamen Energien. Dann übergibst du diese Schale wieder dem Universum und erlaubst diesen wunderbaren Energien, mit denen du jetzt deinen Körper getränkt hast, auch weiter sich auszubreiten über deinen physischen Körper hinaus in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Sehr, sehr gut. Und dann nimmst du einen tiefen Atemzug, einen ganz tiefen und bewussten Atemzug. Und mit dem Ausatmen kommst du wieder ganz im Hier und im Jetzt an, öffnest deine Augen, bist hellwach, topfit und voll guter Energie. Sehr, sehr gut. Willkommen zurück. Schreib mir doch gerne mal ins Kommentarfeld rein, wie es dir dabei ging. Und wenn du das jetzt für dich alleine machst, ein bisschen länger machst, so für 10, 15 Minuten, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wie ich dir das ja eben schon gesagt habe, wo du dann eben deine Tasse Wasser, die inzwischen ja nicht mehr heiß ist, die warm ist, ganz genüsslich Schlückchen für Schlückchen trinkst, ganz in dem Vertrauen, dass diese Energien, die du da angenommen hast, auch, und da rebelliert jetzt der Denker vielleicht, in diesem Wasser angekommen sind und du so zusätzlich dieses heilsame Wasser noch trinkst. Okay? Und dann spürst du mal hinein, wie es dir dabei geht, wie du dich fühlst. Schreib es mir gerne mal noch ins Kommentarfeld rein. Bin so voller Energie. Top, liebe Evelyn. Wunderbar. Schön. Sehr, sehr cool. Dankeschön fürs Teilen. Die Gabi schreibt, wie kommt es, dass Menschen sagen, dass dem Gefühl nicht vertraut werden soll? Ich habe mich da immer falsch gefühlt und bin mit dieser Auffassung nie klargekommen. Fühlte mich da immer manipuliert und habe mir dann gesagt, vergesse nie und ignoriere dich nie, wenn du auch später erst selbst leben darfst. Ja, liebe Gabi, wie kommt das? Es sind einfach viele, viele daran interessiert, ohne jetzt da näher drauf einzugehen und ohne politisch zu werden, einfach vielleicht in einem Satz, dass wir nicht in unsere wahre Größe, Kraft, Stärke und Energie kommen. Jeder bewusste Mensch, und dazu gehörst du und jeder, der hier in der Gruppe ist, auch dazu, der sich auf den Weg macht, der diesen Mainstream, die Masse verlassen will, und da gehören auch immer mehr dazu. Aber du, wo du hier in der Gruppe bist, erst recht, du willst etwas verändern, weißt, was damit gemeint ist. Deshalb denke ich, brauche ich und möchte ich auch jetzt hier nicht in der Richtung da nähere Erläuterungen zu abgeben. Und damit hängt das einfach zusammen. Das ist nicht gewollt, aber jeder von uns hat selbst die Entscheidung, jetzt etwas zu verändern, auf seine Seele zu lauschen, auf das Gefühl zu lauschen, der Seele zu folgen und in seine eigene wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie zu kommen. Okay? Also meine Lieben, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Hab viel Freude hier mit der Soham-Wechselatmung. Mach das gerne noch ein-, zweimal heute, gerade wenn du dich nicht so fit fühlst. Und ansonsten in der nächsten Zeit, denk dran, immer wenn du merkst, es fehlt dir an Energie oder da ist eine Erkältung oder was im Anmarsch, unabhängig davon, dass du natürlich deinen Seelenplan entdecken solltest, dir das erlauben solltest und dich auf deinen Herzensweg begeben solltest, dann hat nämlich deine Seele keinen Grund mehr, dir irgendwelche Botschaften in der Richtung zu schicken über den Körper. Aber bis dahin und auf dem Weg dahin
gerne diese Suham-Wechselatmung machen. Okay? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen früh in alter Frische oder in neuer Frische vielmehr. Alter Frische ist ja auch so ein dummes Sprichwort, ne? In neuer Frische um 7:15 Uhr wieder hier. Alles Liebe, bis dahin. Ciao!